Servus Leute, willkommen zurück zu Amnesia. Nach dem Schock da von letzten Part geht's gleich weiter. Ich glaube, ich bin total bescheuert, dass ich nicht einfach eine Pause mache oder so. Okay, wir müssen mindestens bis in den Keller kommen. Also Kerker, nicht Keller. Okay, da hat sich ein bisschen was geändert. Zurück komme ich auch nicht mehr. Ich glaube, hier gefällt es mir jetzt nicht mehr so gut. Was muss ich hier machen? Das war falsch. Finde heraus, wie der Motorstapel aufzunehmen. Finde den Schlüssel, der zum Maschinenraum. Muss ich da jetzt rein? Dass das Monster da einfach so dreist steht. Im letzten Part. Abgeschlossen. Habe ich den Schlüssel nicht gefunden? Maschinenraumschlüssel, genau. Ah, jetzt kann ich rein. Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, den er vor einigen Tagen getroffen hat, der einen solch schrecklichen Schatten warf. Okay, wo bin ich hier jetzt? PC macht Geräusche. Was ist denn jetzt los? Es hängt fest. Das Spiel hängt bei mir gerade. Ah, jetzt geht's weiter. Ich hatte schon Angst. Okay, hier scheint es hell zu sein. Noch. Nee, es ist keiner da. 5. July 1839. Today I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. As I was leaving, I overheard a Scheiße. Disturbing conversation. Ach, halt die Schnauze, ich lese es selber vor. War das jetzt da? Daniels Tagebuch. 5. Juli 1839. Heute bin ich auf der Suche nach Antworten zur Universität gegangen. Ich schaffte es, in Herberts Büro zu schleichen und ein Adressbuch sowie einige andere wichtige Bücher mitzunehmen. Professor Taylor von der Geschichtsfakultät war sehr hilfreich und ich schaffte es, das Thema der Kugeln anzusprechen. Der interessanteste Aspekt war, dass sie offenbar viele Spuren in unseren Kulturen hinterlassen haben. Die geheimnisvollen Kugeln haben vielleicht sogar den Reichsapfel inspiriert, der bis heute Teil so vieler königlicher Insignien ist. Früher waren die Kugeln für Priester ein Symbol der Sonne und der Kraft, und ihrer Kraft. Als ich gerade ging, hörte ich eine beunruhigende Unterhaltung mit Sir William Smith. Also hörte ich eine unruhige Be Unterhaltung mit. Sir William Smith, der Geologe, wurde gestern Abend getötet. Es war keine 2 Wochen her, dass ich ihn um seinen fachlichen Rat gebeten habe. Ich weiß, es ist unsinnig, aber ich fühle mich irgendwie verantwortlich dafür. Da, ihr Monster, das halte ich von euch. Ich gerade verfolgt im Mistviecher. Kann ich da irgendwas anzünden? Aquarium. Moment, wie war das in dem Dokument? Na, wo war das jetzt? Oben 8, unten 8. Ja, geil. Ich gucke mich aber erst noch weiter um. Ich hoffe einfach mal, dass hier jetzt kein Monster kommen kann. Hoffe ich. Ganz stark hoffe ich das. Es geht nach unten.
Nimm. 14. July 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is limited. Ach, ich lese es selber. Selber lesen macht mehr Fun. Am 14. Juli 1839. Ich habe jedes Buch zu dem Thema gelesen, das ich finden konnte. Ich kenne zwar die Legende und weiß, was man sich erzählt. Was mir aber noch immer fehlt, ist die Erkenntnis, nach der ich mich sehne. Ich habe Briefe an viele der Adressen aus Herberts Tagebuch, nicht Tagebuch, Adressbuch geschickt und Antworten von unterschiedlicher Bedeutung erhalten. Heute habe ich einen erhalten, der sich deutlich von allen anderen unterscheidet. Er ist von einem Baron in Preußen. Er erzählt nichts von den seltsamen Geschichten von Priestern in unterirdischen Tempeln. Er erwähnte sie nicht einmal. Er schrieb nur, ich weiß, ich kann sie schützen. Kommen Sie auf Schloss Brennenburg, gezeichnet Alexander. Was soll ich damit anfangen? Mich schützen? Wovor? Ist jemand hinter mir her? Ich suchte Brennenburg in der Karte und fand es in den preußischen Wäldern nahe der Ostsee. Obwohl es der Brief mit der wenigsten Information war, den ich je erhalten habe, löste er in mir größtes Interesse aus. Während ich schrieb, sind meine Gedanken bei meinen Albträumen, in denen ein äußerst verstörtes Geräusch nach mir ruft. Ein Geräusch, das kaum zu beschreiben ist. Eine Stimme aus dem Nichts. Die letzten Wochen sind schrecklich gewesen. Zu vielen schlaflosen Nächten, in denen ich fürchtete, dass sich diese furchtbaren Träume wiederholen könnten. Morgen werde ich zu meinem Psychiater, Dr. Tate, gehen. Ich hoffe, er kann mir Beruhigungsmittel geben, damit ich besser schlafen kann. Ja, das werde ich auch langsam brauchen hier. Was ich brauche, ist Licht. Jetzt fliegt schon wieder so ein Flugzeug durch die Gegend. Ja, volle Laterne, geil. Muss das Gefliege jetzt sein? Das hört man doch total. Nichts im Brenner, das man anzünden kann. Fehlende Zahnräder. Okay. Ah, da ist eins. Wenn hier ein Monster kommt, bin ich erledigt. Ich hoffe einfach mal, hier kommt keins. Mehr Zahnrad. Die Geräusche machen mich total plemplem. Zahnrad passt da nicht rein? Da vielleicht? Ja, da. Oh Mann. Ich bin stolz auf mich, dass ich dieses Spiel jetzt schon so lange durchhalte. Ich habe mein Ziel, das ich mir vorhin gesetzt habe, bald erreicht. Also mein Mindestziel. Dass ich bis in den Kerker komme. Weiter als den Kerker werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Hä? Was? Ich habe was gehört. Leck mich, Monster. So, hast du davon. Jetzt kommst du nie wieder durch. Sollst da rüber. Zunderbüchse. Zunderbüchse. Ja, den Scheiß. Hinten liegt noch eine. Duck dich doch. Ich komm da nicht ran. Jetzt vielleicht. Jetzt. Greif da durch. Danke. Ist da hier irgendwo Licht? Kann ich da nicht wo was anmachen? Doch, da!
Mal, ich will nicht alles verschwenden von der, vom Öl. So, wie war das auf dem Zettel? Oben muss 18 und unten muss 18. Okay, V ist 5. Oh je, lass mich überlegen. 3, 3, 5, 1, 2, 4. Da unten ist, das erkenne ich nicht, aber ich glaube, das ist eine 1. 5. VI, was heißt ein VI noch schnell? 6. 5, 2, 2. Dann machen wir das hier mal hoch. Nein, wo ist die Hand hin verschwunden? Ah, da ist sie. Sie kommt hoch, haben wir 3. Haben wir 8. Das war leicht. Okay, kein Monster. Es beruhigt mich irgendwie, dass ich hier jetzt kein Monster begegne. Aber was mich wiederum nicht beruhigt, ist, dass draußen irgendwelche Hubschrauber durch die Gegend fliegen. Hier schon drin? Hallo, ist da jemand? Schon gesehen, da ist eine Maschine. Da gehe ich gleich mal hin. Das ist ein Zettel, den werde ich auch mal lesen. Und da haben wir wieder ein Pflanzenreich-Buch. Tschüss, Pflanzenreich. 17. July 1830. Halt die Schnauze, ich will selber lesen. Bisschen müde bin ich noch, sorry. 17. Juli 1839. Wie war mir das nur entgangen? Sie sind alle tot, abgetrennte Gliedmaßen, gespaltene Köpfe, ihre Haut geschunden, als wäre sie gekocht. Es ist, als würde eine Welt zusammenbrechen. Was geschieht hier? Sir William Smith, Professor Taylor und jetzt Dr. Tate. Verfolgt es mich? Es geht nicht anders. Es kann nicht anders sein. Es ist das verdammte Ding, das ich aus Afrika mitgebracht habe. Etwas ist hinter mir her. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss dem Baron vertrauen. Er sollte besser wissen, was er behauptet. Wenn er sich irrt, wird er es bereuen, wie alle anderen. Oh, da ist noch ein Zettel. Maschinenraumausstattung. Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind, und lass die anderen in dem inneren Studierzimmer für den Fall, dass wieder alle drei brechen. Das war auch. Da liegt ein Zahnrad, das nehmen wir mal mit. Komm mit, Zahnrad. Kann ich mit dem Zahnrad in der Hand überhaupt rennen? Ja, kann ich. Muss ich auch ganz schön viele Tasten gleichzeitig drücken. Mir fehlt noch ein Zahnrad. Die Maschine ist kaputt, es fehlt noch eins. Das habe ich auch schon gecheckt. Hier drin ist keins. Das Fass enthält kein Öl. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was, okay. Muss also. Ah, da ist eins. Wollte gerade sagen, ich muss also einen Zahnrad suchen. Alter, du Fass. Du kommst mit. Okay, das war auch nicht so schwer. Okay, es geht voran. Und bedienen.
Die Maschine muss mehr gearbeitet werden, bis sie funktioniert. Was soll ich sonst noch tun? So, nichts mehr im Brenner. Dann, wo ist der? Oh Mann, muss denn das sein? Sorry, wahrscheinlich wird es jetzt nochmal gleich. Wupp, wupp. Ein Brenner. Halt doch bitte die Schnauze. Double-Zunderbüchse ist geil. Zahnrad sage ich schon. Und da kam ich. Seid ruhig. Das gibt es nicht. Ich muss das im Brenner hauen, das ist ganz klar, aber wo ist er denn? Das sortiere ich mal woanders. Vielleicht liegt da hinten was. Nee, nix. Hier, nix. Kann ich nix drehen? Ja, ich muss Holz im Brenner hauen. Was ist das gemeint? Das hier ist wahrscheinlich nicht der Brenner. Das da ist wahrscheinlich der Brenner. Moment, die Schaufel. Na, die Schaufel. Nimm doch ein bisschen was. Habe ich was übersehen? Weg da. Hä? Ich verstehe es nicht. Habe ich echt irgendwas übersehen? Erstmal hier Licht anmachen. Irgendwas zum Licht anmachen, ja da. Achso, das muss ich aufmachen. Die Kiste passt da bestimmt nicht rein, oder? Das heißt, ich muss wahrscheinlich mit der Schaufel Kohle holen. Komm her, Schaufel. Komm her, Schaufel. Ah, Moment. Ah, Moment. Weg damit. Nimm die Kohle einfach mit der Hand, so sieht's aus. Tor! Moment.
Moment, ich befülle den Ofen jetzt mal. Wow, scheiß Schaufel. Ich bin über die Schaufel gestolpert, verpiss dich. Und er dribbelt und er wirft und... 10, 10. Ach, scheiße, daneben. Nochmal. Bisschen Spaß muss jetzt auch mal sein. Viel zu hoch. Du kannst nicht zielen, Junge. Ja, eigentlich bin jetzt ich der Ziel, aber egal. So, das kommt rein da. Jetzt fliegt da draußen schon wieder so ein Schrauber durch die Gegend. Hör auf zu flüstern. Wenn du mir was zu sagen hast, dann sprich normal. Hubschrauber! Einer ist jetzt voll mit Kohle. So. Brenner läuft. Jetzt das hier in Gang sitzen, nicht wahr? Immer noch nicht. Was fehlt denn da noch? Was fehlt hier noch? Schauen wir mal. Brenner läuft. Hier rüber, darüber, da rein zur Maschine. Zahnräder sind angepasst. Ist noch mehr gearbeitet, ne? Das funktioniert. Ja, was fehlt denn noch? Ich habe irgendetwas übersehen, aber was? Ja. Wenn ich das jetzt wüsste. Wundert euch nicht, aber ich mache nebenbei jetzt gerade was, also Trollolol. Bin gleich fertig. So, ja, sorry. Ja, irgendwas muss ich noch machen, damit das Ding in Bewegung gesetzt wird. Aber was? Muss ich jetzt hier vielleicht die Hebel umstellen? Ja, hier irgendwas. Da steht, was sind drin? Strom, ja danke. Hier war nix. Vielleicht. Hebel sind umgelegt. Druck. Kann ich lesen? Mir nicht noch irgendwo was. Irgendwo fehlt mir noch was, aber wo? Habe ich die Laterne gerade. Oh. Laterne! Vielleicht alle diese Räder aktivieren? Nee. Ist jetzt doof, das wollte ich eigentlich noch in diesem Video machen.
Geh mir aus dem Weg. Irgendwas. Öl habe ich keinen mehr. Kein mehr. Öl habe ich keines mehr, leider. Das kann doch nicht angehen. Habe ich irgendwo was vergessen? Was kommt? Soll ich Kratix mit mir reden? Der Ofen brennt. Vielleicht muss ich da mehr reinschmeißen. Eine Kohle mehr hinzugefügt werden. Ja, danke. Wenn jemand sagt es mir, okay, mit dem Hebel kann ich auch nichts mehr machen. Da bin ich fertig. Irgendwas. Das Teil sieht nicht so aus, als ob ich da was machen müsste. Versteht diese Maschine einfach nicht. Meines Wissens nach habe ich jetzt alles gemacht. Warum kann ich nicht? Oh Mann, oh. Das ist doof, wenn ich nicht weiß. Ich könnte den Schnitt machen und gucken, was ich machen muss. Und ich glaube, das werde ich auch tun, weil hier dumm durch die Gegend zu rennen bringt nichts. Ich mache einen ganz kurzen Schnitt, gucke nach, was ich noch machen muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ich habe jetzt nachgeguckt. Ich muss bei den Stäben gucken, wie ich die angesetzt habe, weil die Reihenfolge ist gelb, blau, rot. Vielleicht habe ich die Reihenfolge falsch. So, hier, oder? Ja. Gelb, rot, blau. Stimmt nicht. Okay. Gelb, blau. Hoppa. Rot. Perfekt. Jetzt sollte es klappen. Ach, dass ich so einen einfachen, dummen Fehler mache. Wahrscheinlich stand es auch da, aber ich habe nicht gelesen. Sorry. Jetzt sollte es passen. Nur für den Fall, dass jetzt gleich was Böses passiert, speichere ich ab. Ja, ich weiß, ich bin eine Pussy, aber egal. Okay, schnell zurückrennen, bevor irgendwas passiert. Lass mir! Das gibt es nicht! Autsch! Schnell zurück, schnell raus aus der Scheißhütte. Wart! Genau vor mir! Raus, 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 raus! Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und er lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Jetzt gleich links rennen, weil da ist der Fahrstuhl. Daran erinnere ich mich noch. Wart! Verarsch mich nicht! Mach dir doch die scheiß Tür zu! Die da auch! Und weg hier, und weg hier. Professor Taylor war der Zweite, für dessen Tod aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Für dessen Tod er. So.
Haben wir es jetzt endlich hinter mir gebracht? Wie sieht's aus mit meinem Status? Oh je, ich habe kaum noch was. Ich habe gar nichts. Oh je. Oh je. Fuck. Hilfe. Diese Kugel zu bewegen war, als würde man einen Stern in den Nachthimmel heben. Das sollte nicht geschehen. Der Schatten ist kein absichtlicher Geist. Er ist das Universum, das sich selbst findet. 31 Minuten schon. What the fuck? Ab jetzt wird's richtig krank, denn jetzt kommt der Kerker und den verkrafte ich gar nicht. Die Chance ist übrigens auch sehr hoch, dass ich ab hier das Let's Play nicht mehr. Da. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Mach an. Ja, die Chance ist übrigens jetzt sehr hoch, dass ich ab hier das Let's Play, sage ich mal. Naja, es ist ja eigentlich kein Let's Play. Wenn es ein Let's Play wäre, dann müsste ich's. Oh, Scheiße. Dann müsste ich's weiterspielen. Das hier ist ja ein Let's Try. Es besteht übrigens die große Chance, dass ab nach diesem Part dieses Let's Try nie mehr weitergehen wird. Weil ich habe den Kerker gesehen schon und ich weiß, dass er übel ist. Zu übel für mich. Ich kann mich natürlich nicht mehr an alles erinnern, das ist es ja gerade. Ich bräuchte dringendst Öl. Weg da, du Balken. Kann ich nicht den Balken nehmen und den Monster damit eine drüber ziehen? Der ist so stark, um so einen Balken zu verschieben oder so einen Stein zu heben. Warum, um Gottes Willen, kann der dann kein Monster verprügeln? Ist noch was im Weg? Gott, will ich das eigentlich nicht? Nein. Ich hau ab. Tschüss. Ach du Kacke. Das war übrigens das Monster, das ich jetzt befreit habe. Oh, Scheiße. Ja. Okay, zwei Amnesia-Folgen heute sind mehr als genug. Die eine war kurz, dafür hat die Überlänge. Oh, Scheiße. Also es besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass ich ab hier Amnesia abbreche, weil, wow, der Kerker ist einfach mal zu übel für mich, das weiß ich. Vielleicht versuche ich es irgendwann mal wieder, keine Ahnung. Oh, warum bin ich so müde? Das gibt es nicht. Naja, schauen wir mal, ob ich mich da nochmal dran versuche oder nicht. Das war Amnesia, The Dark Descent. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mein persönliches Ziel erreicht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank.